Hey, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Eternal Darkness. Ja, im letzten Teil war ich ein klein wenig verplant. Wir kamen ja gerade aus dem Kloster zurück von Luther. Und ich habe gesucht, wo wir als nächstes hin müssen. Wir haben einen Tipp bekommen und eigentlich ist er ziemlich offensichtlich. Finde die 88 Tasten. Hier hing eine Leiche. Und trotzdem kam ich letztes Mal nicht darauf, dass ich einfach nur an das Klavier muss. Ja, und das, obwohl ich das Spiel schon mal gespielt habe. Also schauen wir uns mal das Klavier an. Der Anblick des Flügels ruft Erinnerungen an Paul Luther und sein Schicksal in Alex wach. Das Echo der Musik in der Kathedrale hallt in ihrem Bewusstsein wieder. Ihre Finger suchen wie von selbst die richtigen Tasten. Soll Alex den Flügel spielen? Klar. Und natürlich mutieren wieder alle zu super guten Klavierspielern oder Orgelspielern. Eine Kapitelseite. Ja, die nehmen wir uns natürlich. Gut. Ups. Upsala, upsala, Who are you? I am your lord and conqueror. What manner of forsaken being are you? So, you can see me in my true form. You are a gifted man. Take this one and use him as the foundation for the pillar. He is special and should be given a special place among the suffering. Okay, das ist definitiv nicht zeitgleich. Das scheint eine Aussicht. Hört ihr den Ton? Bei der Seite. Interessant. Es scheint eine Aussicht auf unser nächstes Kapitel zu sein. Speichern wir erstmal hier. Gut. Und dann würde ich sagen, legen wir los, ne? Schauen wir, was uns nun erwartet. Wirklich viele Kapitel haben wir ja nicht mehr vor uns. Obwohl mir das Let's Play ehrlich gesagt insgesamt noch ein Much bisschen has been lang written about the exploits of conquerors. In the context of history, one man's champion is another man's nemesis, hero or murderer. Much has been written, but what has not is far more interesting. The Tome of Eternal Darkness mentions a Venetian artist and architect of the Renaissance named Roberto Bianchi. Roaming abroad to find inspiration, he was captured by a warlord expanding his empire. He forced Roberto to use his architectural and engineering skills to construct a monument to his greatness. To complete his task, he must survey the site. Gott, der Himmel. Blutrot gefärbt. Kein gutes Zeichen. Survey the site quickly, dog, and maybe you'll live long enough to see the sacrament's construction. Did you think we would trust you, Bianchi? Even though you are graced with the generosity of our liege, you are still his prisoner. As I said, finish your work quickly, and maybe we'll drag you out of this hole. Roberto soll die Ruinen des antiken Tempels begutachten. Die Räume, die er genau untersuchen muss, sind auf der Karte eingezeichnet. Erst wenn diese Areale genauestens überprüft wurden, kann der Bau fortgesetzt werden. Ja, Roberto, Roberto, dich hat kein gutes Schicksal getroffen. Er hat eine verkürzte Mana-Anzeige. Das ist gut zu wissen. Und ansonsten hat er nichts dabei. Aber mit der rüsten wir uns lieber aus. Das kann ja nicht schaden. Ich glaube auch, die Fackel brennt nicht ab, aber sicher bin ich mir leider nicht.
Gut. Ah, das kommt mir doch arg bekannt vor. Findet ihr nicht? Ja. Gott, der hat mich erschreckt. Hallo, sprich mit mir. Sprich? Ein verzweifelter Arbeiter auf der Suche nach Antworten auf Fragen, die nicht beantwortet werden können. Er hofft, dass Roberto gekommen ist, um ihn zu retten und dass er bald seine Familie und Freunde wiedersehen wird. Oh. Oh, oh. Ah, ich will nochmal speichern. Einfach nur, damit ich die Cutscene nicht notfalls nochmal sehen muss. Gut. Also, hinunter. Geht's hier auch lang? Es geht in beide Richtungen. Ich höre hier Monsterschritte. Oh, nicht du. Geh weg! Kann ich überhaupt was gegen ihn ausrichten? Nee, noch nicht. Es gefällt mir überhaupt nicht, dass er mir folgt. Ich kann nicht wirklich was tun. Vielleicht sollte ich einfach rennen. Ich scheine ihn nämlich nicht zu verletzen. Untersuchen. Hatte ich zufällig was dabei? Einer der Leidensgenossen Robertus liegt tot am Boden. Seine Wunden haben die Aufmerksamkeit der Kreaturen auf sich gezogen, die sich an ihm gütlich taten und seine Eingeweide auf den Boden verteilt haben. Gut, dass das Spiel keine gute Grafik hat, nicht wahr? Dann gehen wir da wieder hoch. Einfach. Was ist das hier? Soll Roberto dieses Areal begutachten? Ja. Das Mauerwerk zeigt die Spuren starker Beanspruchung. Es ist alles andere als stabil. Aber wenn man die Wände genügend abstützt, werden sie vielleicht wieder den Ansprüchen des Monuments gerecht. Ah. Das ist also dieses komische Geräusch, was man da im Hintergrund hört. Aha! Ein alter Seif liegt blank gezogen auf einer Kante. Nehmen! Damit rüsten wir uns lieber aus, denn mit dem Feuer kommen wir ja höchstens gegen Mumien an. Gut. Liegt hier sonst noch irgendwas rum? Kann ich eigentlich mit euch reden? Nein. Natürlich nicht. Okay, ich gehe erstmal zurück und töte diesen Zombie. Einfach, weil er mir im Weg ist. Komm her. Hello, my friend. Jetzt schlag ich dich von hinten, weil du mich nicht treffen kannst. Dupidupidu. Ja, jetzt versuch mal, dich zu wehren. Haha. Bin ich fies? Okay. Hinauf, hinauf. Was ist das eigentlich? Das habe ich gerade eben noch gesehen. Armbrustbolzen. Ich habe doch gar keine Armbrust. Aber gut, vielleicht ändert sich das noch. Kann ich das? Nein, kann ich nicht untersuchen. Dann gehen wir wieder hier runter. Wahrscheinlich noch mehr Zombies, denke ich mal. Oh, was ist das hier? Das kommt mir irgendwie... Sind das nicht alles Zombies? Wenn ich das jetzt aufmache, dann irgendwo stehen sie auf und werden mich angreifen. Aber okay, ich habe da nichts gegen, ich kann sie besiegen. Neben dem Tor befindet sich ein Hebel. Soll Roberto den Hebel betätigen? Ja. Okay, gut. Das ist eine Mumie. Hallo, Mumie. Ah. Tot. Es ist so einfach, Mumien so zu killen. So einfach. Sperre ich mich nicht ein, wenn ich jetzt den Hebel betätige? Das sind keine Mumien, oder? Nein! Oh mein Gott! Lass es sein. Ihr sollt mich nicht von hinten anspringen. So gemeint wart ihr früher auch nie, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe. Oh, Entschuldigung. Hast du deinen Arm verloren? Das tut mir jetzt aber leid.
Die Gitterstäbe sind ein bisschen blöd im Bild. Aber egal. Mann, hier fühlt man sich ja manchmal wie beim Schlachter. Kopf ab, Arm ab, anderer Arm ab. Hebel betätigen. Okay, dann sind ja nur noch die. Konnte man die nicht auch verbrennen? Einfach ausprobieren. Ja. Oh, oh. Lalilalila, ich töte wenig gute Zombies. Ich bin total süß eigentlich. Aber egal. Was ist so herzlos? Aber gut, Zombies haben kein Herz. Also diese hier nicht. Sind ja nur heraufbeschworen, um Leute zu attackieren. Ich erwarte noch so ab und zu ein bisschen, dass mich die Leute demnächst anspringen. Oh, schon wieder? Das wollte ich aber nicht anklicken. Ich möchte mit den Menschen reden. Okay, dann sprecht eben nicht mit mir. Hier liegen überall Waffen rum. Aber okay, gut. Ich nehme ja auch gerne Waffen mit, ne? Hallo, sprichst du mit mir? Im ersten Moment ist der Arbeiter völlig erschrocken, als er Roberto sieht. Aber als er erkennt, dass er keine der Wachen vor sich hat, beruhigt er sich wieder. Er fragt sich, was mit ihm und seinen Kollegen innerhalb dieses Tempelkomplexes wohl passieren wird. Okay. Ich glaube ehrlich gesagt nichts Gutes. Und ich frage mich auch, was die Zombies überhaupt unten machen. Der Mann hat Angst, dass die Wachen das Gespräch hören könnten und weist darauf hin, dass es einen Weg heraus aus diesem Tempel geben muss. Das nenne ich hoffnungsvoll. Ich hoffe, dass es den Weg geben wird. Okay, hier sind wir wieder. Wieso? Wieso ruft uns dieses Tome of Eternal Darkness eigentlich immer? Es erwählt uns ja mehr oder minder. Eigentlich schreien einem die Gesichter, glaube ich, an, dass man lieber gehen soll. Echt kein gutes Zeichen, aber nein. Aber gut, Leute, wir haben das Tome of Eternal Darkness erhalten und ich würde sagen, bevor wir uns hinuntergeben, beenden wir lieber hier unseren Part. Ich weiß, er ist schon wieder sehr kurz. Ja, das ist mir klar. Aber ich weiß gerade nicht, was da unten kommt. Vielleicht kommt ja was Bestimmtes und ich möchte den Part nicht unendlich überziehen. Also würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, ne? Bis demnächst. Ciao.